wie bitte? Wir sollen den ganzen Samstag freiwillig hier sein? Bei alten Leuten? Das ist der am stärksten riechende Menschentyp. Ich finde, sie riechen gut. Für dich riecht auch Ohrenschmalz gut. Und wie? Professor, ich habe kein Problem damit, alte Leute zu retten, aber ich will nicht mit ihnen abhängen. Weißt du, Buttercup, von älteren Menschen können wir viel lernen. Und ich glaube, dass dir das gut tun wird. Ich wette, du hast sogar ein bisschen Spaß dabei. G43. Ja, voll spaßig. I16. Bingo, schon wieder gewonnen. Ich hab's dir doch gesagt, Gerald. Juhu! Ich habe Angst vor dir. Professor, können wir bitte irgendwas anderes machen? Vielleicht etwas aus diesem Jahrhundert? Wie wär's mit Scrapbooken mit Bubbles? Manche behaupten ja, dass Scrapbooken out sei. Aber denen sage ich immer, nein, Scrap ist voll in, Alter! Juhu! Dein Kopf ist so groß. Wirk, auf keinen Fall. Tja, na dann, hilf doch einfach Blossom bei ihrem Jazzgymnastikunterricht. Und jetzt hoch die Arme, Leute! Sag uns nicht, was wir tun sollen. Jetzt ist mein Fuß kalt. Professor, merken Sie nicht, wie schrecklich das ist? Jetzt reiß dich aber mal zusammen, junge Dame. Nun gut, du wirst jetzt lernen, die alten Menschen wertzuschätzen, sonst setzt es was. Edith, hallo, Edith. Wie geht es Ihnen denn heute? Hör auf rumzuplärren, ich bin nicht taub. Ja, also, das hier ist meine Tochter Buttercup. Sie möchte gern Zeit mit Ihnen verbringen. Ach, tatsächlich, ha? Ich Glückspilz. Das möchte ich. Ja, das möchtest du. Und jetzt viel Spaß euch beiden. B19. Oh, ich muss los. Also was, wollen Sie hier auf Ihrem Hintern rumsitzen und die ganze Zeit öde Musik hören? Was hast du für ein Problem, Zwerg? Hast du keinen Geschmack? Ich heiße nicht Zwerg, sondern Buttercup. Buttercup? Das ist doch ein Kuhname. Nur zu Ihrer Information, es ist der Name einer Superheldin, denn das bin ich. Passen Sie auf! Du hast also die Kraft, mir mein Frühstück zu versauen? Als ich jung war, da gab's noch richtige Superhelden. Die brauchten keine schicken, komischen Toasteraugen. Die waren klug und hatten Stil. Ihr Kinder seid doch nichts im Vergleich zu Greenwing. Wer ist Greenwing? Kennst du etwa nicht Greenwing? Setz dich, Zwerg. Ich erzähl dir jetzt mal was über einen richtigen Helden. Vor vielen Jahren lebte Townsville in Angst und Schrecken vor dem gefährlichen und obergemeinen Schurken, dem Mekidern. Hab ich dir nicht gesagt, dass die Diamanten hier versteckt sind? Und du hast gesagt, Freundschaft sei der einzig wahre Schatz. Wer ist das? Hey, Baby! Greenwing. Moment mal, sie heißt Greenwing und sie kann nicht mal fliegen? Greenwing hatte keine Superkräfte nötig. Sie hatte Stil, Soul und war super schlau unter dieser monströsen Haarpracht. Pass auf, es ist Mac-Attack-Zeit. Mac-Attack! Juhu! Und jetzt finden wir raus, wer dieser böse Oberschurke wirklich ist. Ja! Oh lala, mein Schädel. Was? Der Chemiker aus dem 19. Jahrhundert, Louis Pasteur? Oui, nun denn, Greenwing, ich verrate dir den geheimen Code meiner Asteroiden-Basis. Oh, beim Jupiter! Du hast es wieder getan, Greenwing! Es ist Zeit für Boogie Woogie, ihr super groovigen Honky-Tonks! 6 Monate später ernannte man uns alle zum Präsidenten der Schinkeninsel. Moment, wie viel von dieser Geschichte ist wirklich wahr? Na, das meiste. Und ich muss es wissen, denn ich war dabei. Denn weißt du, mein Zwerg? Was denn? Ich bin Greenwing, die groovigste Superheldin, die es jemals gab, Baby. Okay, Lady. Wie wär's mal mit einer Pause vom Geschichtenerzählen? Legen wir einfach hübsche Musik auf und machen ein Nickerchen. Wie wär's damit? Dieser Typ sieht mega öde aus. Da schläft man ja sofort ein. Nein, nicht die Platte. Es ist nicht irgendeine Platte. Dort habe ich nämlich meinen gefährlichsten Feind eingesperrt, den blauen Djinn. Oh, wow, der blaue Djinn. Edith, wie viele Männer haben Sie noch da drin eingesperrt? Du glaubst mir wohl kein einziges Wort. Na, dann werde ich dir jetzt beweisen, ich bin Greenwing. Diese Narren mit den gruseligen Augen wagt es mir zu sagen, wer ich bin. Ich bin Greenwing.